Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. 8 mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft sollen sie der Gruppe Sächsische Separatisten angehören. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige. Die Männer sind zwischen 21 und 25 Jahre alt. Die Vereinigung plane ein neues Staats- und Gesellschaftswesen in Sachsen, ausgerichtet am Nationalsozialismus. Wahltag in den USA. Mehr als 244 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen zu entscheiden, ob die demokratische Kandidatin Harris oder der republikanische Ex-Präsident Trump ins Weiße Haus einziehen werden. Bei ihren letzten Auftritten konzentrierten sich Harris und Trump auf die sogenannten Swing States. Alle Umfragen deuten auf einen äußerst knappen Wahlausgang hin. Weiteres Treffen der Ampelspitzen. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner suchen erneut nach Wegen aus der Koalitionskrise. Auslöser dafür war ein Positionspapier von Lindner. Neben der Wirtschaftsstrategie wird vor allem auch über Haushaltsfragen gestritten. Einigung im Tarifstreit beim US-Flugzeugbauer Boeing. Die Gewerkschaft stimmte mehrheitlich für das neue dritte Angebot des Konzerns. Die Beschäftigten bekommen eine Lohnerhöhung von 38%. Der 7-wöchige Arbeitskampf hatte zuletzt auch die Geschäfte von Fluggesellschaften negativ beeinflusst, weil bestellte Maschinen verspätet geliefert werden. Suche nach Vermissten in Spanien. Auch eine Woche nach der Flutkatastrophe gehen die Bergungsaktionen weiter. Spürhunde und Wärmebildkameras kommen dabei zum Einsatz, um Verschüttete zu finden. Mit Drohnen werden vollgelaufene Tiefgaragen abgesucht. Bei dem Unwetter im Südosten Spaniens sind mindestens 217 Menschen ums Leben gekommen. Das Wetter im Nordosten weiterhin auf trübes Herbstwetter, sonst nach Nebelauflösung und abseits von regional sehr zähen Nebelfeldern viel Sonnenschein, 5 bis 17 Grad.